Und jetzt kann es losgehen, sagt der Schiedsrichter, sagt Nico Dönges, rein ins Spiel, rein in diesen 13. Spieltag für den KSV. Heute kurioserweise zwei Spieler. Oh, was für ein Ballverlust. Serdjan Zarara, spitzer Winkel. Tor für den KSV. 1:0, Mingi Kang. Und das geht schnell. Zweite Spielminute. Die Führung für den KSV Essen-Kassel. Ja, aber was für ein Ballverlust da. Und clever genutzt von Serdjan Zarara. Schauen wir auf das Tor, quergelegt, und das ist das zweite Saisontor für Mingi Kang. Eins hat er schon erzielt, aber davor der Einsatz gegen Piso war klasse. Jetzt aufgepasst, Tobo. Und Glanzparade von Franz Langhoff. Piso, der Kapitän für heute, prüft schon wieder Franz Langhoff. Der ist, wie gesagt, bis in die Haarspitzen motiviert nach seinem 1:0. Wir sehen wieder Mingi Kang, treibt das Spiel an. Faton Cemaili mit dem Abschluss, aber links vorbei. Der 18-jährige Innenverteidiger. Gelbe Karte, ne? Gibt die gelbe Karte gegen Faton Cemaili. Und so wie es aussieht, einen Elfmeter. Ja, natürlich, wenn das im Strafraum war, dann muss das auch Elfmeter geben. Gereskia tritt an und Langhoff pariert. Und das Aue-Stadion steht. Tolle Parade von der Nummer 1 mit der Nummer 39 auf dem Rücken. Ja, definitiv. Und bei den Freibergern ja auch viele Spieler mit dabei, viele Stammkräfte. Schauen jetzt aber wieder auf den Ballverlust. Nächster Abschluss. Hier haben wir jetzt Joel Gereskia, der den Elfmeter verschossen hat im ersten Durchgang. Hebt nochmal kurz den Arm. Oh, der kommt gut. Das ist der Ausgleich. Starker Standard, und wenn du ihn dann auf der einen Seite nicht machst, dann macht ihn der Gegner. Riesenjubel auch beim Trainerteam um Roland Seitz. Der Kopfball dann unhaltbar für Franz Langhoff. Nichts zu machen. Ausgleich. Also die Freiberger zurück in diesem Spiel mit dem 1:1. Und sich da vor Sokrafakis auf den Ball schmeißen konnte. Lange stehen bleibt. Oh, toller Einsatz. Oh, nächster Elfmeter. Es ist der nächste Elfmeter. Und es ist wieder Faton Cemaili. Das gibt es nicht. Wieder gegen Langhoff. Und diesmal ist er drin. Das 1:2 und die 2:1 Führung aus Freiberger Sicht durch Filimon Gereskia. Damit drehen die Gäste innerhalb von nur sechs Minuten dieses Spiel. Zarara. Oh, der kommt richtig gut am Manjan Pong. Oh, die Chance zum 3:1. Oh, schon wieder knapp. Gereskia, auffälligster Spieler, tolle Übersicht. Und nochmal Gereskia.
gegen Armanian Pong. Littmann gut in die Mitte gezogen. Tolle Grätsche auch von Armanian Pong. Klostermann bleibt hängen. Nächster Abschluss. Und auch der geht vorbei. Eine Möglichkeit hoffentlich noch. Ne, so nicht. Das Spiel ist vorbei. Der KSV Hessen-Kassel unterliegt gegen SGV Freiberg mit 1:2 nach einer ganz frühen Führung.